Hallo liebe Filmfans, Sammler und Verpackungsfetischisten. Heute bei den Prachtstücken wenden wir uns einem, naja, sagen wir, eher strittigen Label zu, nämlich Inked Pictures. Ich weiß, dass viele dieses Label vollkommen boykottieren. Ich kann das nicht nachvollziehen, also ich habe keinen Beef mit dem Label. Wir haben die noch nicht ans Bein gepinkelt, also möchte ich Ihnen dennoch aufmerksam zuteil werden lassen. Und den Anfang möchte ich starten mit Martin Scorseses Frühwerk Hexenkessel, auch bekannt als Mean Streets. Ein sehr guter Film, der mir immer noch sehr gut gefällt. Und das Cover ist natürlich auch wunderschön, wo man die Liebesszene gemalt hat. Und dann, ich glaube, vom Finale ist das, die Szene drunter gelegt. Ja, das Mediabook, welches wattiert ist, ist auf 66 Stück limitiert. Eine Blu-ray ist enthalten. Und auf DVD ist der Film dann auch nochmal drauf, wenn ich mich recht erinnere. Dies ist eines der Alternativ-Covers, was mir auch gut gefallen hätte. Aber eben nicht so gut wie das, was ich hier in den Händen halte. Blättern wir mal das Booklet durch. Das ist ein ziemlich detailliertes, mit anfangs wenig Bilder, aber da hier zumal etwas mehr vorkommen, kompensiert das den Mangel an manchen anderen Stellen. Ja, Harvey Keitel liefert hier eine großartige Performance. Ich denke, es ist sogar sein drittbeste, sagen wir, in seiner Karriere, meiner Meinung nach. Allerdings ist es auch nur gefühlt, er könnte natürlich noch besser gemacht haben. Vielleicht sogar, ja. Es ist anscheinend auch ein sehr persönlicher Film von Scorsese, natürlich. Macht immer viel mit ihm selbst bewegen. Und auch Robert De Niro kommt in diesem Film vor. Allerdings stört es mich, dass er hier nicht seine originaldeutsche Stimme hat. Ja, ich bin ein Gewohnheitstier und wenn etwas nicht so passt, wie ich es gewohnt bin, ja, dann habe ich meine Probleme damit. Wie gesagt, das Cabo-Motiv fand ich es wert, dass man es vorstellt und das habe ich jetzt hiermit getan. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei den Prachtstücken und über Abonnenten freue ich mich natürlich sehr.